Gott, geliebte Geschwister, mit Bedacht habe ich diese Ansprache heute gewählt, weil uns heute in den Texten der Liturgie ein Satz begegnet: Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes, sind Söhne und Töchter, eben Geschwister. Wir alle, die wir uns hier versammelt haben, sind in eine Beziehung hineingenommen, die uns frei macht für die Liebe zu Gott und für die Gemeinschaft untereinander. Du bist zur rechten Zeit am rechten Ort. So begrüßen sich Christen in einer Gemeinde, von der ich gelesen habe, zu Beginn des Gottesdienstes. Du bist zur rechten Zeit am rechten Ort. Ein sehr schönes Bild, auch für uns heute, wenn wir uns überlegen, was für einen Weg wir auf uns genommen haben, um zur rechten Zeit am rechten Ort Gemeinschaft miteinander zu feiern. Zeitgleich, ortsgleich, wesensgleich, kann das nicht auch ein hilfreiches Bild für den dreifaltigen Gott sein, den wir heute dankbar miteinander feiern? Denn Danken ist unser Anlass in diesem Gottesdienst. Danken für ein gelingendes Leben, das wir so oft als bedroht empfanden und empfinden in unserer Geschichte und in unserem Alltag, die gleichzeitig auch eine Geschichte von Gottes wunderbarem Wirken unter uns ist. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage, sagt uns Jesus heute. Wir sind aufgebrochen, um miteinander gemeinsam zu feiern. Das kann nur derjenige, der gesund ist an Leib und Seele. Machen wir auch unser Herz auf, um Gott die Gelegenheit zu geben, zu heilen, was verwundet ist. Bitten wir Gott darum. Gott, du hast uns eingeladen, uns auf deine Liebe einzulassen, uns ganz auf dich zu verlassen. Wir jedoch gehen oft eigene Wege. Kyrie eleison. Gott, du hast uns in die Freiheit deiner Kindschaft eingeladen. Wir jedoch knechten und versklaven uns oft selber unser eigenes Leben. Christe eleison. Gott, du hast uns verheißen, bei uns zu sein, alle Tage unseres Lebens. Wir jedoch leben oft kein glaubhaftes Zeugnis dieser Verheißung unter den Menschen. Kyrie eleison. Nachlass.
Vaters Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der Allmächtige und Barmherzige Herr. Amen. Lasset uns beten. Herr himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in die Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens zu offenbaren. Gib, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifalt bekennen und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören eine Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk. Er sagte: Forsche einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf. Forsche nach, von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses? Und hat man je solche Worte gehört? Hat je ein Volk einen Gott mitten aus dem Feuer im Donner sprechen hören, wie du ihn gehört hast? Und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker Hand und hocherhobenem Arm und unter großem Schrecken, wie es der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen? Heute sollst du erkennen und es dir zu Herzen nehmen. Jahwe ist der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du auf seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achten, damit es dir und später deinem Nachkommen gut geht und du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt für alle Zeit. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.